5. Januar, Epiphanias. Was bedeutet CMB? Wissen Sie es? Wenn Sie ab morgen aufmerksam schauen, werden Sie sicher diese Buchstaben über mancher Tür finden. Ich vermute, Sie ahnen schon, dass diese Buchstaben etwas mit den heiligen drei Königen zu tun haben, denn morgen ist ja Epiphanias. Aber das CMB für die Namen der Könige, also Kaspar, Melchior und Balthasar stehen, ist nicht richtig. Doch wofür stehen die drei Buchstaben? Tatsächlich stehen sie für Jesus Christus Mansionem Benedicat und bedeutet, Jesus Christus segne dieses Haus. Das ist auch mein Wunsch für die Häuser der Diakonie, dass Gott diese mit seinem Segen begleitet. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Musik.